spannende Frage, wie man auf Gemeindeebene direkte Demokratie nutzt. Wir haben im Grunde in Österreich auf Bundes- und auf Landesebene das Problem, dass verbindliche Volksabstimmungen, die von unten initiiert werden, nicht zulässig sein. Also das ist momentan die juristische Sichtweise, dass das unsere Verfassung nicht zulässt. Auf Gemeindeebene ist das allerdings möglich. Das ist ausdrücklich in der Verfassung verankert, dass auf Gemeindeebene für den Bereich der Gemeindeautonomie auch bindende Volksabstimmungen, Volksentscheide, Bürgerentscheide zulässig sind. Problem ist nur, es wird nicht genutzt. Und das ist bei uns eben ein Ansatz, den wir in Salzburg eben probieren, und da berufen wir uns eben genau auf diesen einen Artikel 117 BVG, wo ausdrücklich drinnen steht, dass auf Gemeindeebene die Bürger und Bürgerinnen mitwirken und teilnehmen können, und in den Erläuterungen dazu steht, dass das eben auch bindende Volksentscheide sein kann. Was dabei wichtig ist, also wer sich da wirklich interessiert, selber ein dieses Instrument zu nutzen auf Gemeindeebene, also muss man wirklich schauen, ist die Gemeinde auch wirklich zuständig, fällt das wirklich in den Bereich der Gemeindeautonomie. Wenn es nämlich nicht in diesen Bereich reinfällt, dann wäre es nicht zulässig. Also da muss man sich die Fragestellung sehr genau ansehen. Aber es gibt auch eine Möglichkeit für den Fall, dass etwas nicht in die Gemeindeautonomie reinfällt, dass man trotzdem zu einer, zu einer gültigen Volksbefragung kommt. Wir haben ja bei uns ein Mehrebenensystem mit EU, Bund, Länder, Gemeinden, und es besteht natürlich die Möglichkeit, dass die eine Ebene, die nicht entscheidungsbefugt ist, auch eine andere Ebene, die entscheidungsbefugt ist, auffordert, irgendwas zu machen. Also Politiker machen das ständig, und das kann natürlich auch das Volk, die Bevölkerung. Und so kann man Volksbefragungen dann so formulieren, dass man eben sagt, ja, soll, also in Richtung einer Resolution soll der Gemeinderat, also der Bund oder das Bundesministerium oder das Parlament auffordern, dieses und jenes zu tun. Also mit einer derartigen Formulierung kommt man relativ gut zu einer zulässigen Volksbefragung auf Gemeindeebene, oder auch soll die Gemeinde ihre Möglichkeiten nutzen, um dieses und jenes zu erreichen. Kernaussage ist, und das wissen die wenigsten in Österreich, ist, wir haben im Grunde flächendeckend auf Bundesebene, auf Landesebene und auf Gemeindeebene direkt demokratische Instrumente. Das ist weithin nicht bekannt, und diese Instrumente werden auch, weil sie nicht bekannt sind, auch kaum genutzt. Also ich möchte im Grunde einen kurzen Überblick geben. Es gibt verschiedene Instrumente. Das eine ist ein obligatorisches Referendum, das heißt ein Referendum, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, dann muss automatisch eine Abstimmung stattfinden. Das gibt es in Salzburg und auch in Vorarlberg bei Verfassungsänderungen. Möchte ich gar nicht näher ins Detail eingehen, aber zumindest dieses Instrument gibt es, Vollständigkeit halber. Interessant ist dann das sogenannte fakultative Referendum. Das haben wir gestern schon erwähnt bei der Schweiz, also das ein griffigerer Begriff ist Veto-Referendum, das heißt, es ist ein Gesetz beschlossen worden, und es besteht dann durch die Bevölkerung die Möglichkeit, zu diesem Gesetz Ja oder Nein zu sagen. Und da gibt es, und das wissen wirklich die wenigsten, in etlichen Bundesländern diese Möglichkeit. Also beispielsweise, ihr seid aus der Steiermark, glaubt ihr, dass es das in der Steiermark gibt oder nicht gibt? Ja, von oben initiiert ja, von unten nein. Oder? Was ist überhaupt ein Referendum? Entschuldigung. Referendum ist eine Volksabstimmung. Aha, okay. Ja. Also von oben, richtig, ja, gibt es jedenfalls. Also es zeigt sich, es ist dieses Instrument nicht bekannt, aber es gibt auch in der Steiermark dieses Instrument, das bei einem Gesetz, das beschlossen worden ist, jetzt die Frist nicht genau im Kopf, ich glaube innerhalb von einem Monat, müssen dann, das ist zwar eine hohe Zahl, 50.000 Unterstützungserklärungen gesammelt werden, das sind Abdrücken, das ist jetzt nicht gemeint, das müssen wir noch prüfen, kann man zumindest ein Gesetz, also beispielsweise, was ihr da gehabt habt mit dem Sozialabbau, ja, das hätte man zurückschmeißen können. Und das kennen die wenigsten, aber das können auf Landesebene. Ja. Also ja, gerade jetzt, was jetzt laufend passiert mit Sozialabbau,
Spaß. Und die Hürde ist eben, man muss aufs Gemeindeamt gehen. Also es ist nicht wie in Salzburg, da haben sie eigentlich die bessere Regelung. Also in Salzburg kann man auf einer Straße Unterschriften sammeln, da in der Steiermark müsste man die Unterschriften auf der Gemeinde sammeln. Aber ich meine, das gibt es und das ist mal gut zu wissen, das heißt, wenn es da irgendein Gesetz gibt oder den Eindruck hat, ja, das ist vielleicht doch nicht wirklich das, was man möchte, dann müsste man natürlich schon im Vorfeld eine breite Koalition bilden und abtesten, trauen wir uns das zu, wollen wir das, haben wir die Ressourcen, dann könnte man schon, wenn man eine gute Koalition bildet, könnte man das klar schaffen. Und ich glaube, man hätte wirklich eine große mediale Aufmerksamkeit. Dann bekannt sind die Volksbefragungen, also das ist nur konsultativ, aber nicht verbindlich. Gibt es im Grunde von oben angesetzt in allen Bundesländern, aber es gibt es auch von unten angesetzt oder von unten ansetzbar. Also auch wieder in der Steuerung, ich könnte jetzt wirklich die Frage stellen, aber es ist, ich stelle die Frage deshalb immer wieder sehr gern, weil es unterstreicht, dass wir in Österreich wirklich eine unzureichende Infrastruktur bei der politischen Bildung haben. An sich würde ich schon sehen, dass das in der Schulbildung vorkommen sollte, was die zentralen Bürger und Bürgerinnenrechte sind. Das kommt. Und das ist schon viel, wenn man in der Schule lernt, jetzt gibt es Volksabstimmung, Volksbegehren, aber dass solche Instrumente auf Gemeinde- und auf Landesebene gibt, das wird in der Schulausbildung einfach totgeschrieben. Und das ist mir eigentlich das Anliegen, das ich da herausstellen möchte. Aber dieses Instrument gibt es auch in der Steiermark wiederum mit diesen 50%, also kann eine unverbindliche Volksbefragung zu diesem Thema initiiert werden, also das kann durchaus interessant sein, also wenn irgendein Thema nicht auf die Agenda kommt, gute Kampagnenplanung macht, also es bleibt zwar unverbindlich, aber wenn man doch eine entsprechende Mobilisierung zu Wege bringt, dann kann man dadurch schon in politische Entscheidungsprozesse gut eingreifen. Das gibt es auch in den meisten anderen Bundesländern, also Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg. Salzburg ist da besonders fein. Also wie gesagt, freie Unterschriftensammlung und mit 10.000 Unterstützungserklärungen frei gesammelt, ist eigentlich Salzburg ziemlich am attraktivsten. Diese Instrumente, um auf das zurückzukommen, einerseits im Bereich der Gesetzgebung, also wo Gesetze erlassen werden, aber auf Landesebene ist eben gar nicht so viel, spielt sich gar nicht so viel der Politik im Bereich der Landesgesetze auf, sondern vielmehr im Bereich der Verwaltung, das heißt irgendwelche Verwaltungsentscheidungen und diese Instrumente beziehen sich dann auch darauf. Also wenn irgendein Großprojekt beschlossen wird, eine Verordnung darüber, dann kann man auch über die Verordnung, die ja kein Gesetz ist, kann man auch dagegen vorgehen. Und dieselben Instrumente, die nennen sich dann zum Teil ein wenig anders, was in dem Grunde genau dafür auch einsetzbar. Das sind dann die Instrumente, die von unten einsetzbar sind, also wo man wirklich von unten ein Thema auf die Agenda bringen kann, das heißt die sogenannte Volksinitiative, die letztlich dann auch zu einem Referendum führen kann. Das gibt es in etlichen Bundesländern, wir haben das im Burgenland, und das auch in Kärnten, in Niederösterreich, wobei es allerdings dort nur geht bis zum, also nicht zu einer Volksabstimmung, sondern dann im Grunde nur ein Volksbegehren. Aber der Schritt darüber, also man kann sich jetzt an den Landtag wenden, aber ein Referendum kommt dann nicht zustande. In Oberösterreich haben wir das auch mit 8%. Da ist eine nicht ganz unzynische Bemerkung zu machen. In Oberösterreich hat es ja eine Volksbefragung gegeben über das Musiktheater, so im Jahr 2000. Es ist nicht so ausgegangen, wie es gewünscht gewesen wäre. Und als Strafe für das dumme Volk sind dann die Quoten erhöht worden. Das heißt, davor waren die Quoten 4%, Unterstützungshürde jetzt sind es 8%. Also das ist nicht der einzige Fall, dass man auch in der Steiermark hat ein Instrument gegeben, nämlich es gibt nicht nur die Möglichkeit, dass die Bürgerinnen und Bürger verschiedene Instrumente initiieren, sondern auch Gemeinden. Und das ist tatsächlich einmal in der Steiermark passiert, dass sich etliche Gemeinden zusammengeschlossen haben, wortgleiche Gemeinderatsbeschlüsse gefasst haben
und eben was gemacht und was der Landesregierung nicht gemein war. Naja, nächster Schritt war, dass dann die Landesregierung die Hürde nach oben geschaut. Also das ist eine Taktik, die bislang durchgegangen ist. Damals hat es uns als Initiative noch nicht gegeben. Mhm. Also das würden wir sehr lange versuchen, in den Medien zu halten. Also da würden wir schon hoffen, dass das jetzt seit wir aktiv sind, dass so nicht mehr so durchgehen wird.